So, Dille, alles vorbereitet. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Battlecat ist komplett vollgepackt. Wir haben alles dabei. Wir wollen jetzt 2 Tage im Frühjahr auf Wels los. Haben alles am Start. Florian begleitet mich. Da ist er, der junge Mann. Gib mir mal noch deine Tasche. Beim Bootsangeln ist es ganz wichtig, also wir werden Tag und Nacht auf dem Boot bleiben, dass ihr wirklich so wenig wie möglich, aber trotzdem die wichtigsten Sachen dabei habt und Ordnung auf dem Boot haltet. Ich habe einen riesen Kutter, aber wenn wir da jetzt nicht aufräumen und alles an seinen Platz direkt stellen, gehen wir uns nachher nur beide gegenseitig auf die Nerven, wenn irgendwo was rumsteht. Deswegen alles schön verräumen. Hier ist noch Platz. So, Fini, die hat es am besten, die liegt in der großen Karpfenmatte. Und pennt schon, hä? Ja. Ja, hier drüben wird Flo pennen. Hier ich und Fini wahrscheinlich bei irgendjemand von uns dann heute Nacht. So, Dille. Haben wir alles, oder? Ja, hast du was zum Laden dabei für Handys oder Kopflampen? Ich hab was mega cooles am Start, wo wir auf jeden Fall hinkommen. Eine kleine, aber mega leistungsstarke Equitech Powerbank. Die kann sogar Netzstrom, also brauchst du nicht unbedingt USB. Reicht das schon für 2 Handys und die ganzen Kopflampen? Alter, was hat denn der, was hast denn du vor? Was willst du alles mit dem Handy machen? Im Notfall haben wir da noch sogar die Möglichkeit, das Teil wieder mit Solar aufzuladen, aber das zeige ich euch nachher im Video. Mega Teil. So, dann würde ich sagen, Abfahrt, oder? Gucken wir mal, ob wir jetzt im zeitigen Frühjahr einen Fisch ans Band bekommen können. Was wir genau machen, wissen wir noch nicht. Wir schauen mal rum. Vor einigen Tagen ist hier gut Wasser durchgelaufen durch den Bach, also 3-4 Meter Wasser kam. Jetzt ist der Fluss wieder gefallen. Die Fische haben definitiv gefressen. Kann sein, ist ja meistens so, dass es gar nicht so einfach wird. Einfach war es noch nie, sonst wird es Stricken heißen. Aber wir geben unser Bestes. Wir nehmen euch mit und zeigen euch, wie wir jetzt im Frühjahr vorgehen, welche Plätze wir auswählen. Ja, und dann spätestens nach 2 Tagen und 2 Nächte haben wir jetzt Zeit. Werden wir sehen, ob der Plan aufging. Abfahrt. Wassertemperatur knappe 10 Grad. Nach was für Plätzen würdet ihr denn jetzt suchen? Flaches Wasser? Ist ja oft gut im Frühjahr, wenn die Sonne Kraft hat, aber aktuell richtig stark bewölkt und es wird auch noch Regen kommen. Oder eher tiefes Wasser. Vielleicht finden wir ja auch einen Platz, wo wir beides machen können. Bin mal gespannt. Schauen wir mal. Finja hat die Nase schon wieder im Wind. Wir haben jetzt einen ganz interessanten Flachwasserbereich gefunden. Wir haben hier eine Wassertiefe von 2,5 Metern. Wird jetzt immer flacher, umso weiter wir nach oben fahren. Und unterhalb haben wir eine Wassertiefe in der Sandbank, relativ ufernah von 4,5–5 Metern. Da wird sich auf jeden Fall jetzt gut Futterfisch aufhalten. Vor allem eine tiefere Sandbank, denke ich, ist jetzt auch ein bisschen optimaler, denn wir haben keine Sonne, dichte Wolken. Und es hat eben schon die ersten Regentropfen vom Himmel geblasen. Also die Überlegung, ob wir auf so einen, sage ich mal, hindernisfreien Platz gehen. Also die Sandbank ist sehr monoton, ebbt halt nur nach oben aus. Oder ob wir irgendwo ins Holz reingehen, wo definitiv jetzt auch Fische sein werden. Aber auf der Sandbank habt ihr halt immer den Vorteil, wenn sie da hinkommen, kommen sie dahin zum Fressen und haben Hunger. Beim Holzangeln oder beim Standplatzangeln angelt ihr halt auf Fische, die eigentlich schon da abliegen. Kann man natürlich auch Fische fangen. Das ist guter Rat teuer. Könnt ihr beides probieren in den nächsten 2 Tagen. Schauen wir mal. Bin hier? Gibt es hier Fisch? Ja, ja.
Wir haben jetzt lange gesucht, tiefes Wasser uns angeschaut, flaches Wasser angeschaut, einen coolen Spot auch gefunden, genau auf der anderen Uferseite drüben, wo viele Bäume reingestürzt sind im Fluss. Das war letztes Jahr noch nicht der Fall, das ist jetzt frisch dazugekommen. Den werden wir morgen auf jeden Fall testen, da haben wir richtig tiefes Wasser. Und jetzt, heute Nacht, werden wir hier diese Sandbank beangeln. Wenn ihr hier nach oben schaut, wird es immer flacher. Hier draußen in unserem Angelbereich haben wir so 3-4 Meter. Und hier nach unten der Angelbereich. Das werden wir heute Nacht probieren. Wir sind ja schnell und flexibel. Ich werde jetzt noch ein paar Vorfächer zusammenbauen. Floriano beginnt die Steine zu binden. Also hier auf dem Spot werden wir rein mit U-Posen angeln. Und dann sehen wir morgen weiter. Mal gucken, ob die Nacht uns heute, außer Regen, hat eben nur mal gut getröpfelt, uns noch einen Fisch bringt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir setzen hier auf die Haarmontage. Das kennt ihr von mir, das funktioniert super. Wie die Haarmontage im Detail gebaut wird, verlinke ich euch hier oben. Da habe ich schon einige ausführliche Videos gemacht. Und jetzt im Frühjahr natürlich mikromäßiger Auftrieb, also die Köfis knapp über Grund präsentiert, ohne viel Schnickschnack. Da werden wir jetzt uns ein bisschen durchtesten. Ich setze jetzt hier auf die 3,5 Gramm Mikro-U-Posen. Gestoppt werden die mit dem Überschlaggummi. Das seht ihr auch in dem anderen Video. Genau. Und so sehen dann die Vorfächer aus. Ich wurschtel jetzt noch ein bisschen. Flo fängt an mit dem Steineknoten. Und dann gehen wir mal raus, nehmen wir euch mit zum Auslegen, zeigen euch ein bisschen den Spot, den wir uns überlegt haben. Und hoffen, dass wir hier auch jetzt noch im zeitigen, immer noch kalten Frühjahr einen Fisch ans Band bekommen. Ansonsten haben wir eine weitere Überraschung. Die, die aufgepasst haben auf meinem Kanal, wissen vielleicht, um was es geht. Im letzten oder vorletzten Video hatte ich sie auch drin. Eine Rätselfrage für euch. Was glaubt denn ihr, was es heute Abend zum Abendessen gibt? Derjenige, der es als erster errät, oder nee, diesmal machen wir es so, im letzten Video war es nur einer. Dieses Mal machen wir es mit 3 Gewinnern sogar. Die ersten 3, die in die Kommentarfunktion unten vom Video die richtige Antwort reinschreiben. Ich gebe euch schon einen kleinen Tipp, das ist ja auch fair. Wo kommst du her, Flo? Aus Bayern. Aus Bayern ist er. Er hat es mitgebracht. Ballert es rein oder spult vor, macht was er wollt. Die ersten 3 auf jeden Fall, die richtige Antwort ins Video reinschreiben. Und die, wo gut aufgepasst haben, die letzte Zeit auf meinem Kanal, ich hatte ja schon mal so eine ähnliche Session mit Flo. Da gab es, glaube ich, sogar dasselbe dabei, Kater, sagt er. Die gewinnen. Den schicke ich ein cooles Überraschungspaket nach Hause. So, weiter wursteln, Flo bindet Steine und später geht's aufs Wasser. Ihr ratet fleißig mit, nicht vorspulen, könnt ihr auch machen, ist mir wurscht. Bis gleich. Seht ihr, was sich da Futterfisch tummelt in dem tieferen Wasser hier direkt an der Sandbank? So, wir starten mit der ersten Route. Was haben wir dabei an Bord? Einen Umlenker
Bei der weitesten Route werden wir wahrscheinlich die Schnur irgendwo über die Sandbank hier ein bisschen führen müssen, dass wir zurück zu unserem Boot schön kommen. Knotet eure Steine relativ kurz an, also keine langen Abstände, damit das auch eine schöne Parkaktion erfüllt. Hier setzen wir jetzt unseren ersten Umlenkepunkt auf die Sandbank. Genau hier in den Aufstieg von dem 4 Meter Wasser hoch an die Uferkante setzen wir unseren Köder. Fahrt jetzt langsam in die aufsteigende Kante rein. Stein könnt ihr schon mal langsam runterlassen. Ab die Post. Gehe ich auf direktem Wege, um meine Schnur zu verstecken und um diese auch perfekt zum Boot hin. Könnt ihr mal nach oben schauen. Das Boot ist um die Kurve herum geparkt und um die Schnur perfekt zum Boot hin umzulenken, hier in den Umlenker rein. Die Schnur ist das Einzige, was euch beim Wallerangeln verraten kann. Die Schnur ist für uns Angler halt das Werkzeug oder das Bindemittel, das Verbindungswerkzeug, was uns beim Angeln verrät. Die geht halt durch alle Wasserschichten durch. Hier vorne könnt ihr so einen Baum mitnehmen. Deswegen ist es wichtig, dass wir die probieren, aus dem Wasser rauszubekommen, perfekt umlenken zu können. Auf der einen Seite, um die Schnur zu schützen, wenn ihr irgendwo in der Steinpackung angelt. Und hier natürlich, um keinen Fisch scheu zu machen, kein Aufsehen zu erregen. Hier drüben am Ufer liegt ein abgestürzter Baum, den können wir auch gut zum Umlenken benutzen. Da werden wir jetzt schön die Schnur der zweiten Route drin verstecken. Prädestiniert zum Umlenken, ne? Das Bäumchen.
Die ersten zwei Ruten sitzen. Die nächsten Ruten werden wir nach dem gleichen Schema hier die Sandbank runterstaffeln. So, wir geben jetzt Gas. Es fängt schon wieder leicht an zu tröpfeln. Und wir sehen uns später wieder. Spätestens, wenn nicht vorher ein Fisch kommt, zur Auflösung des Rätsels betreff Abendessen. Ballert richtig in die Kommentare rein, ja. So, Glöckchen dran machen und nächste Rute. Alter Falter, was ein Sauwetter. Aber wir sind gut vorbereitet für die anstehende Nacht. Haben soweit alles ready to rock. Und Florian, ich glaube, ihr könnt euch erinnern, war ja am Bootssteg vorhin ganz aufgeregt, damit er genug Saft fürs Handy hat. Ich habe eine coole neue Powerstation am Start. Schaut euch das Ding mal an. Wiegt vielleicht 2 Kilo. Ich ziehe jetzt mal die Sachen hier raus. Alles aufgeladen. So groß wie ein Buch. Also richtig schön kompakt. Habe ich im Winter jetzt schon beim Karpfenangeln dabei gehabt, weil da ist ja oftmals das Problem, zu große Akkus mitzuschleppen. Man hat keinen Bock mehr, diese dann zu tragen. Aber dieses Teil, die Ecritech Bloom 300, wie ein Buch, mega kompakt, cooler Griff obendran und hat richtig Leistung, ja. Also hat 300 Watt Kapazität, 260 Wattstunden Ausgangsleistung und alle wichtigen Anschlüsse, die wir brauchen. 2 USB-Anschlüsse und 2 USB-C-Anschlüsse. Hier drüben habt ihr den Anschluss, um das Teil aufzuladen. On-off. Und das Coole ist, ihr habt sogar einen Umwandler drin. Ihr habt einen Netzsteckeranschluss. Ja, also wenn ihr noch Geräte irgendwo im Einsatz habt oder irgendwo unterwegs seid, egal ob beim Angeln, Wohnmobil, Camping, was weiß ich, und habt Geräte mit einem Netzstecker, zum Beispiel meine Köderfischpumpe, ja, da könnt ihr hier auch drauf gehen und habt eine sichere Energieversorgung über Tage. Und wenn wir hier draußen unterwegs sind und teilweise manchmal auch nicht irgendwo hinkommen, wo wir das Teil wieder aufladen können, habe ich extra dazu noch das Solarpanel dabei. Mit dem Ecritech 100 Watt Solarmodul bin ich definitiv hier draußen autark, also kann jederzeit meine Powerbank wieder aufladen. So circa je nach Sonneneinstrahlung dauert es 5 Stunden, würde ich sagen. Am Zigarettenanzünder könnt ihr die Powerbox im Auto innerhalb von 4 Stunden aufladen und zu Hause am Netzstrom, wenn ihr jetzt nur eine Nacht unterwegs seid, reichen auch 4 Stunden und dann ist das Ding komplett voll. Aber hier jetzt für die längeren Touren mit dem Solarpanel, das ist eine mega Sache, ja. Schön kompakt, robust verpackt, wasserdicht, IP65. Ich klappe euch das Teil hier mal aus, ja. Wirklich eine coole Sache, alles robust. Und hier hinten, wenn wir es wieder zusammenklappen, habt ihr noch so ein kleines verstecktes Fach. Und da sind alle wichtigen Ladekabel dabei, ja. Die Verbindung hier zur Box kann ich euch schon mal kurz zeigen. Das geht ganz einfach. Ihr habt hier die wichtigen Stecker auch, um andere Batterien damit betreiben zu können. Aber jetzt hier die Verbindung zur Box, geht ihr einfach auf die richtige Polung. Zack, schiebt die Teile zusammen, bam, bam. Und geht jetzt mit eurem Ausgangsstecker in eure Box rein. Ja, wenn die Sonne dann rauskommt, einfach das Solarpanel mit der Powerbank verbinden. Am gleichen Anschluss, wo ihr es auch aufladet. Jetzt warten wir mal kurz und jetzt seht ihr schon, Batterie wird geladen. Hier erkennt ihr genau, was an Leistung reinkommt. Ja, und das ganze Teil ist wirklich hart im Gebrauch hier. Das könnt ihr erkennen. Und absolut zuverlässig und solide. Mega. Momentan haben wir nicht die beste Lichteinstrahlung, aber morgen haben wir vielleicht ein bisschen Sonne. Aber wir haben noch genug Saft, also Flo braucht keine Angst haben, dass sein Handy, Kopflampe, Drohne, GoPro, Kameras, was weiß ich, irgendwo
den Geist aufgibt. Bin mega überzeugt. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos zu den beiden Produkten. Wenn ihr auch gerne Auto unterwegs seid, ich finde es mega, vor allen Dingen von der Größe her, von der Kapazität, was das Teil kann. Und es hat wirklich einen Wahnsinnspreis. Schaut mal unten nach. So, jetzt fahren wir die Routen raus. Und dann brauchen wir noch einen dicken Fisch. Abfahrt. Uhr 30 schon die Hirnbirnen auf, wie die Ösis gerne sagen. Ja. Die Ruten sitzen, wir sind gespannt. Mal gucken, ob der Plan jetzt hier im flacheren, monotonen Sandbankufer, so monoton ist es ja gar nicht, ne? Waren auch ein paar Bäume drin gelegen, schöne abfallende Kante, ob der Plan aufgeht. Und wenn nicht, werden wir morgen früh direkt darüber wechseln ins Steilhangufer, ins tiefe Wasser. Schauen wir mal. So, und jetzt gibt's gleich endlich mal Happa Happa. Hab schon ein kleines Hüngerchen. Ihr hört's, wir haben schon wieder leicht Nieselregen. So, Floriano, jetzt löst mal unser Speiserätsel auf. Es gibt gute bayerische Weißwürst vom heimischen Metzger. Leider nicht um 12 Uhr, aber dann halt jetzt zum Abendessen. Gut haben's trotzdem. Dazu Brezen und dann siehst du den Händelmeiersenf. Alter Vater, das kann was, auch wenn es da die richtige Tageszeit für eine Weißwurst ist, oder? Isst man eigentlich eher mittags? Vor dem 12. Leitne, ja. Vor dem 12. Leitne. Aber mega lecker. Ich hoffe, ein paar von euch haben es schon richtig erraten. Und wir sehen uns spätestens beim Biss. Bis zum Biss. Wir grüßen euch hier bei uns aus dem Schlafgemach. Der Regen hat aufgehört. Jetzt ist dafür der Wind da. Man hört richtig die Wellen plätschern am Boot. Und hinterm Boot ist ein riesiger Schwarm Meereschen. Ein riesiger Schwarm von Fisch. Das ist Wahnsinn. Ich probiere euch das mal zu zeigen. Alles voll hier. Alles voll mit Köfis. Von der Schlümse. Die Köder an den Welsruten spielen verrückt. Aber bisher ist noch nichts passiert, ja. Flo kann die ganze Nacht auch nicht pennen. Der dillert die ganze Zeit an seinem Handy rum. Ist natürlich klar, dass der einen Haufen Ladestrom braucht, ja. Was machst denn du? TikTok schauen. TikTok schauen. Wahnsinn. Auf jeden Fall kann der Platz nicht verkehrt sein. Dort, wo viel Futterfisch ist, sollten auch die Räuber nicht weit sein. Vielleicht ist es auch zu viel Futterfisch, ja, dass sie unsere Köder überhaupt nicht finden vor lauter Angebot.
was da rumwieselt im Wasser. Auf ein Schlauchboot. Im Morgengrauen. Ich sage ja immer wieder, bei Regen und Sturm haben die Wälse auch keinen richtigen Bock. Und jetzt im Hellwerden, wir haben 7:30, hat aufgehört zu regnen, kommt plötzlich der Einschlag. Schnur ist schon aus dem Umlenker rausgerissen. Ein guter Biss. Ja, da tobt da. Hat Dampf. Scheint nicht der kleinste zu sein. Uiuiui. Ganz schön Power. Schlauchboot anmachen, schön stark gegen die Strömung. Flo sitzt vorne drin und filmt. Ich muss das kurz alles alleine machen. Da ist irgendwo in den Ast reingeschwommen, ich weiß es nicht genau. Steht unten wie eine Bombe. Steht richtig unten. Alter Vater. Aber kein Hänger. Merkt den Fisch schwimmen. Okay. Jetzt geht er nach Hause. Wahnsinn, wie der da unten drin steht. Na gut, 6 Meter Wassertiefe. Na gut. Boah. Also, richtiger Bollermann. Richtiger Büffel. Boah. Halleluja. Oh. Yeah.
keinen Meter hoch. Wahnsinn, Wahnsinn. Kommt ihr vor wie ein Hänger? Kommt ihr da unten vor wie ein Hänger? Schwimmt ganz stur tief der Fisch. Unglaublich, im Morgengrauen. Oh. Im Drill seht ihr übrigens die Blade in der kurzen Version. Mega Partyrute, aber trotzdem genug Dampf dahinter, ne? Ui. Jetzt hat er die Schnur geschlagen. Alter Vater, was ist das? Das ist nicht normal. Unglaublich, unglaublich. Wir drillen schon gute 10 Minuten. Kommt nicht hoch. Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht, Jungs und Mädels. Ja, und gleich zum Tourstart, so eine Bombe, noch ist nicht im Boot, aber hier hängt irgendwas Großes dran. Der Fisch steht so gut in der Tiefe, ach, das ist echt Wahnsinn, aber jetzt kommt er langsam, das wird man gleich das erste Mal sehen. Oh, jetzt geht er wieder runter, das ist wie Zementsack, der unten dran ist und noch ein bisschen dabei schwimmt. Da kommen Blasen, riesige Blasen. Aber die kurze Play, die macht wirklich mega Spaß, die Rute. Also seht ihr ja, das ist die Einweihung der Rute. Das ist ja auch der erste Fisch jetzt. Ich habe mir die Ruten im Winter jetzt neu geholt, weil ich so cool fand mit der kurzen Länge. Hauptsächlich so fürs Packungsangeln. Aber ihr seht auch auf einer Sandbank beim weiten Auslegen, wenn ihr die Schnüre umlenkt, haben kurze Ruten definitiv ihre Daseinsberechtigung. Jetzt beim Drill auf dem Schlauchboot zeigt sie halt ihre Vorzüge gegenüber einer langen Rute. Unglaublich, unglaublich. Hier in Ufernähe steht der Fisch so tief da unten. Ich bin echt gespannt. Das Vorfach kommt langsam. Jetzt sehen wir gleich, was der Sache ist. Na gut, das Vorfach ist 2 Meter lang. Der ist noch 2 Meter unten jetzt. Und jetzt sehen wir gleich das erste Mal. Jetzt kommt er gleich. Guckt mal mit. Mikro. Alter Falter. Das sieht schon wieder richtig böse aus. Alter Vater. Huhuhu, das ist lang. Alter Vater. Guter Fisch, guter Bollermann. Also das ist ein Einstand, 2024 und gleich direkt zum Bollermann. Wahnsinn. Wo soll das noch hinführen? So, und der Regen kommt wieder. So, dann schauen wir mal, ob wir da rankommen. Schon ein krasser Fisch. So, ich gebe Flo mal kurz die Rute. Gucken, ob ich ihn gleich kriege, ob er noch mal ausrastet.
Alter Vater, schaut euch das Ding mal an. So. Nachgreifen. Puh. Wahnsinn, Jungs. Wahnsinn. Schaut euch diesen Fisch an, der da jetzt reinkommt. Schaut euch diesen Fisch an, der da jetzt reinkommt. Oh. Schaut euch diesen Büffel an. Das ist wieder ein Fisch von 2,40 plus. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich. Was für eine Bombe direkt hier zum Saisonstart. Alter Vater, der ist fast so lang wie mein Schlauchboot. Petri Stefan. Hier ist System, zwei kleine 3,5 Mikros direkt ineinander geschaltet, meine Haarmontage und eine richtige Bombe. Haben die richtige Entscheidung gestern Nachmittag getroffen, auf Sand zu gehen und flacher zu pokern. Wahnsinn. So, jetzt fahren wir schnell ans Ufer. Zeige ich euch mal den Fisch. Gucken wir mal, wie lange er genau ist. Unglaublich. Was eine Bombe, was ein Saisonauftakt, ein Saisonstart hier im flachen, im zeitigen Frühjahr. Wahnsinn, Wahnsinnsfisch. Ihr seht es schon wieder leicht im Hintergrund. Der Nebel kommt schon wieder bei uns hinweg, wie so eine undurchsichtige Wand. Ja, und jetzt im Morgengrauen ein starker Fisch. 2,45, ein Fisch der 90 Kilo Klasse. Wahnsinn, Wahnsinn. Wo soll das noch hinführen? Das Angeljahr steht erst in den Startlöchern. Und gleich so einen starken Fisch hier abgeholt. Vielen Dank. Und goodbye, mein Freund. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Adios. Wirklich Wahnsinn. Die ganze Nacht Sauwetter und im Morgengrauen dann. Der Regen hört plötzlich auf, das Licht kommt raus, kommt der Einschlag, ein Wahnsinnsdrill. Ja, und jetzt seht ihr das, schon alles wieder voll mit Nebelsuppe. Ich werde mich jetzt mit Flo besprechen, ob wir hier noch mal eine Nacht wagen oder ob wir rübergehen ins tiefe Ufer, hatte ich euch ja erklärt. Mal gucken, was wir uns überlegen. Ihr seid auf jeden Fall dabei und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt am Ball, geht jetzt raus. Jetzt im Frühjahr sind die Welse richtig lang und richtig fett. Und ihr habt echt gute Chancen auf einen Ausnahmefisch. Wir hatten jetzt das Glück und freuen uns auf die kommende Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao, ciao.